So, jetzt gibt es ein Experiment. Und zwar das Experiment, dass ich ja, ganze Bananen quasi mit Schale in mein Smoothie tue. Und den ganzen mal in meinen Smoothie-Mixer und dann gespannt bin, was dabei rauskommt. Ihr wisst ja, ich habe das Orangen-Video gemacht, das verlinke ich euch oben in den Infokarten, wo man Orangenschalen verwertet. Und ja, warum eigentlich nicht Bananenschalen verwerten? Einfach mal probieren, würde ich sagen. Und im schlimmsten Fall muss ich den Smoothie halt wegschmeißen, aber. Ich bin gespannt und ja, da will ich euch einfach mal dran teilhaben lassen, weil ich da, das passt ja in meine Extreme Smoothing-Reihe, die hatte ich früher mal gestartet, aber das ist mir das nicht eingefallen und einer von euch hat mich auf den Gedanken gebracht, also es wird jetzt probiert. Und ja, damit ihr jetzt auch seht, dass ich nicht irgendwelche Scheiße mache, dann hole ich erstmal den Deckel. So, jetzt habe ich den Deckel und schaut euch mal die Banane an. So, und dann. Let's go! So, und dann sind wir dann auch mit dem Bananenschalen-Smoothie. Bin sehr gespannt. Und hab auch ein bisschen Respekt, muss ich sagen. Habe jetzt schon mal ein bisschen gekostet, also es ist nicht extrem, also ich habe noch ein paar Tropfen jetzt. Also nicht extrem bitter oder irgendwie extrem scheiße, das kann ich jetzt schon sagen. So. Bananenschalen einfach mal mit in den Mixer gehauen. Ich bin gespannt. Oh. Baby, baby. Du schmeckst nichts! Du schmeckst nichts. Du schmeckst gar nichts. Krass. Absolut krass. Du schmeckst überhaupt nichts. Die zwei Bananenschalen, die gehen einfach so. Der Geschmack des Smoothies hat sich null verändert durch die Bananenschalen. Und du hast natürlich die Nährstoffe aus den Bananenschalen mit intus. Ist das geil? Also, definitiv. Eure Bananen müsst ihr nicht mehr schälen. Wenn ihr sie bio habt, einfach zack, zack. Und bei, das Bio ist ja bei reinen, bei hundertprozentigen Lebensmitteln, das heißt kein Verarbeiteten, ist das halt schon was wert. Bio ist nichts wert, wenn irgendwas verarbeitet ist. Aber wenn es nicht verarbeitet ist, dann ist das Bio schon auf jeden Fall was wert. Und ja, also entsprechend einfach die Bananen. Ich schneide hier oben, also oben den Strunk ab und unten, dann sollten sie schon Punkte haben, aber die Schale sollte noch nicht komplett schwarz sein, weil dann ihr müsst aufpassen wegen dem Schimmel, wegen der Schimmelbildung, ne? Die kommt ja dann auch irgendwann. Das heißt, wenn sie gerade so ihre Punkte bekommen, das waren jetzt meine zwei letzten reifen Bananen, der Rest hier ist noch nicht, kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber ihr habt es ja im Video gesehen. Also so, wenn die Bananen rein sind, oben unten abcutten, also den Stängel und oben das Ding, was schon ein bisschen anschwärzt, so und das einfach rein mit dem Smoothie. Ist natürlich die Frage, ob ich das überlebe oder ob ich eine Lebensmittelvergiftung bekomme im Laufe des Tages, das werden wir sehen. Aber Stand jetzt muss ich sagen, absolute Empfehlung, Bananen nicht mehr wegschmeißen, sondern einfach oben unten abschneiden, rein ins Smoothie, Bums-Ass Nikolas. Und ich schau mal, ob ich noch die Nährwerte finde für den Bananenschalen. Ich glaube aber, sowas ist sehr, sehr schwer zu finden. Aber wenn ich das finde, poste ich euch das auch mit. Auf jeden Fall, Bananen kommen ab heute nur noch mit Schale bei mir in den Smoothie. Wenn die in der richtigen Reife sind. Das muss dazu gesagt werden. Das heißt, die brauchen wirklich schon einige Punkte. Denn ich merke null Unterschied. Wirklich null.